Aus meiner Sicht, das Buch von Oswald Mühlmann. Die Neugierde auf die unsichtbare Welt, 1977 bis 1986. In der Folgezeit hatte ich häufig die Gelegenheit, das Versprechen zu halten. Nachdem ich aufgehört hatte, heimlich zu üben, sah ich mich starkem sozialen Druck ausgesetzt. Milan erzählte den Vorfall natürlich gleich in der Firma. Viele der Ziegeleimitarbeiter ließen keine Gelegenheit aus, sich über mich lustig zu machen. Da es mir damals nicht bewusst war, dass diese Ablehnung durch meine Kollegen vor allem ein Ausdruck ihrer Unsicherheit war, reagierte ich kämpferisch auf ihre Verspottungen. Ich legte mich mit ihnen an und schimpfte, dass ihre Ignoranz sie eines Tages bestrafen würde. Den schlimmsten Spott musste ich ertragen, wenn es regnete. Dann riefen einige Kollegen mir zu: »Hey Oswald, Wasser, Wasser!« und imitierten mit ihren ausgestreckten Armen die Schwingbewegung einer imaginären Wünschelrute. Ich entgegnete meistens nur: »Halt's Maul!« und achtete nicht weiter darauf. Doch diese Reaktion reichte schon aus, um die ganze Belegschaft in höhnisches Gelächter ausbrechen zu lassen. Auch in Angelikas Familie verhielt man sich anfangs skeptisch gegenüber der unsichtbaren Energie. Dadurch wurde ich irgendwie ruhig und in mich gekehrt. Bei Familienbesuchen redete ich nicht mehr viel, worunter der Kontakt litt. Aber Angelika verstand meine Situation und hielt trotzdem zu mir. Ich selbst war inzwischen sehr nachdenklich geworden. Meine Befürchtung war, dass mich niemand verstehen würde. Niemand konnte mit meinem Wünschelrutengehen etwas anfangen. So war mein Inneres von der Angst geprägt, als Versager dazustehen, als jemand, der sich mit einer unsichtbaren Energie beschäftigte, statt mit dem alltäglichen Leben. Der Vater von Angelika, der in der Schweiz sehr gut verdiente und in seiner Freizeit viel bei der Holzarbeit im Wald war, sah mein Hobby eher als nutzlos an. Der Grund dafür war verständlich. Er hatte nie zuvor von solchen Wünschelrutengehern gehört. Als wir ein Gespräch darüber führten, meinte er, dass das Brennholzrichten für die kalte Winterzeit doch viel wichtiger sei. Ich schwieg und dachte nur im Stillen: Für denjenigen, der kein Wasser hat, ist Wasserfinden auch ganz passabel. Fast jeden Sonntag besuchten wir die Eltern von Angelika, um mit ihnen Karten zu spielen. Bei einem dieser Besuche hatte ich einen kleinen, schwarzen Koffer bei mir, in dem sich alle meine radiästhetischen Werkzeuge befanden. Ich war damals in einem fortgeschrittenen Stadium des Wünschelrutengehens und nutzte jede Gelegenheit, im freien Gelände zu trainieren. An Sonn- und Feiertagen war der schwarze Koffer deshalb mein ständiger Begleiter. Nachdem ich Angelikas Vater den Inhalt des Koffers erklärt hatte, fing er an zu zweifeln. Während des ganzen Kartenspiels ließ er nicht davon ab. Irgendwann war es mit meiner Geduld zu Ende. Ich zügelte meine innere Angst und sagte: »Warte mal, irgendwann wird mir dieser Koffer viel Geld einbringen.« Er schaute mich erstaunt an und ließ das Thema fallen. Die Entschlossenheit, mit der ich meine Überzeugung äußerte, musste ihn irgendwie beeindruckt haben. Daraufhin tranken wir ein Glas Wein zusammen und unser Inneres war wieder friedlich. Die Auseinandersetzung mit meinem Umfeld hatte meinen Trainingseifer weiter beflügelt. Da ich die Wünschelrute nach einigen weiteren Seminaren recht gut beherrschte, galt meine Neugierde zunehmend den physikalischen Zusammenhängen der Radiästhesie. Ich lernte langsam, die Abhängigkeiten der einzelnen Energiefelder von den Naturphänomenen kennen. Vor allem das Zusammenspiel zwischen den unterirdischen Wasserquellen und dem Baumwuchs war ein unerschöpfliches Wissensgebiet. Im Sommer 1985 traf ich bei einer meiner vielen Exkursionen mit einem alten Wünschelrutengänger zusammen. Er hieß Alfons, war über 70 Jahre alt und hatte mehr als 40 Jahre Radiästhesie-Erfahrung hinter sich. Von ihm bekam ich den letzten Schliff
in der Kunst des Wasserfindens.